Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruse. Das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen in Berlin mit Boogie. Ja, MC Boogie, einer der letzten Atzenkeeper da draußen, ja. Freunde, es wurde Zeit, dass ich mich mit ihm treffe. Der hat ein neues Album draußen. Ja, Biografie eines Dealers. Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Checkt das aus, supportet diesen Typen, ohne Scheiß. Wir haben uns vor seinem Studio hingesetzt. Wir haben eine Stunde gequatscht, so, weißt du, ich habe das für euch ein bisschen mitgeschnitten. Und ich würde sagen, wir steigen ein. Ich halte dieses Intro kurz, wie immer. Und zieht euch mal Boogie ein bisschen rein und wir sehen uns am Ende der Show wieder. Okay. Atzenkeeper, Chef. Was ist Farus? Wo bist du, Alter? Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier Tempelhof, Bro. Im Studio, also das Studio sind mit vielen Leuten. Das ist NMK, Horrorcore, Mosch wuselt hier rum. Hier sind ja viele Leute, kleiner Raum, aber viele nehmen hier auf. Voll die süße Nachbarschaft hier. Ja, sehr bürgerlich. Wenn die dich sehen, mit deinen Gesichtstattoos und so, also, Bro, hier oder sind die schon gewöhnt? Hier kenne ich mich überhaupt nicht aus, Bro, aber bei mir sieht es ähnlich aus, Digga. Das darf man in den Süden, so musst du da differenzieren. Ja. Das sieht oft total, überall fast aber wirklich aus, aber gibt auch die Atzen, das ist trotzdem ja. Südberlin halt. Es ist halt so, dass es ganz anders ist von den Strukturen. Ich glaube, das höchste Hochhaus bei mir im Bezirk ist fünfstöckig oder so. Das höchste, weißt also du? Also so krass ist es nicht mit den... Ich mache auch immer das bei mir auf Henschbau. Bei uns ist viel grün und so. Ja, ja, genau. Selbst die größten Assis bei uns haben grün vorne. Ja. Genau. Geil. Ja, ist doch nice. Ich fühle mich hier voll heimisch. Ich filme es einmal für die Leute, damit sie sehen. Voll so süß. Ist voll gut. Wo ist eine Ruhe im Studio? Jetzt gerade sind auch einige Leute im Studio. Genau, Gazi 030, Medizinmann, hier Amex ist da. Ja, hier wuseln viele Leute rum. Das Album hast du ja auch hier aufgenommen. Nee, oder? Das habe ich bei Superfunk und Belasch aufgenommen. Ah, Belasch, ja. Ja, den Genie aus Kreuzberg. Nochmal, Salam Özlem. Auch Iraner Landsmann. Ja, ey, Digga, ich habe nie Vorurteile oder Rassismus. Probieren wir immer abzugewöhnen, ja. Aber Iran ist verrückt. Alle Iraner, die ich kenne, machen das, was sie machen, Perfektion. Danke. Perfektion. Selbst die Taxifahrer haben viel Allgemeingewissen, ja. Also, ich habe mal gehört, das lag daran, dass Bildung bei euch sehr so ein... Na, also sehr wie Luxus ist. Also immer noch, ja. Immer noch. Das ist ja, also Bildung ist halt höheres Gut als sozusagen als Geld. Mhm. Ich habe viel durch Iraner gelernt über meine Krankheit, dass mir die Ärzte nicht beibringen konnten. Was hast du denn für eine Krankheit? Ja, kann man das sagen? Oder? Krankheit einfach, ich bin damals immer durchgedreht, Bro. Psychose und Traumas. Und das ist viel so auch, ja, das denke ich mir, hängt auch davon ab, weil man nicht oft weiß, genau wo man herkommt, wo man hingeht. Hm. Diese Vermischung auch viel. Und also wir haben Freunde, das waren Iraner, sehr viel deutsche Geschichte erzählt. Ja. Und er auch war so das, was ich schon mal gefühlt habe, aber ich konnte es jetzt nicht irgendwie so in Worte fassen. Egal, weil es nicht Props geben an Iraner, ist nur in meiner Welt. Und da gibt es die dümmsten Iraner irgendwo. Gibt es bestimmt auch. Aber es gibt ja in jedem Land die dümmsten und die schlauesten. Nur es kommt immer darauf an, wo man wen kennenlernt. Die und meistens kommen die Falschen immer aufeinander. Ja, also das kommt manchmal, hat man schlechte Erfahrungen mit einer Nation gemacht und dann direkt deckt man so, alle sind so. Aber Bro, das und, macht nur an andersrum. Also ich sag so, wer echt Straße ist, weiß, das stimmt nicht so. Ja. Echt jeder Ex-Straße von der Straße differenziert nicht. Weil ich sag, solange einer von einer Rasse korrekt ist, noch pauschalisiere ich nicht. Ja. Okay. Alles gut? Alles gut. So, also. Ich will jetzt nicht sagen, du bist wieder da, du bist wieder am Start, aber so ein bisschen kann man sagen, du bist wieder am Start. Naja. Das Album ist ganz gut gegangen. Ja. Ja, Frauenarzt hat sich bei uns gemeldet, ey Dicker, ihr müsst was machen. Ich habe gesagt, natürlich mache ich was. Aber du hast dich ja auch nie gemeldet. Bro, bei mir ist so, ich habe immer von dir positiv gehört, ich war nicht viel im Netz. Aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch viel Arsten so zu verdanken, der hat mich da aufgefrischt, wer up to date ist. Ja. Ja, du warst mir einmal durch ein paar Äußerungen, weil es dieser Flair-Affentanz war, haben mir Leute das gezeigt so. Ja. Aber dann habe ich einfach auch gesehen, so, dass es viel hat sich auch geändert. Ja. Ja. Also auch was es für Leute sind und so. Aber ich muss das einfach auch machen, um eine Plattform für mein Album zu bringen. Und ich denke mir einfach so, ich komme gut klar mit euch Portalen. Das war damals anders, ja, in den 90er Jahren. Ja, du hast ja auch gut Krawall gemacht, ne? Ja, also, stimmt, groß. Das ist ja immer so ein gegenseitiges Ding. So. Natürlich groß, aber guck mal, du gehst auch überall in Interviews jeden. Ich denke immer, wenn man Eier hat, kann man auch jeden interviewen. Und damals haben die uns echt immer geschnitten oft. Ja. Aber jetzt gibt es ja auch, sind welche von meiner Generation da drin. Aber letztens waren welche von der Juice da, die waren auch richtig cool, die Jungs. Ich habe die gar nicht erkannt, dass die irgendwas mit Hip-Hop zu tun haben. Ja, die sehen jetzt aus wie Agenturleute. Genau, so ganz andere Welt. So. Wenn die uns respektieren, ist alles cool. So ist das aus. Nee, so ist das. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da am Start bist und was machst. Du bist ja, ich sag mal so,
den Underground hältst du noch hoch. Es gibt gar nicht mehr so viele Underground-Leute, ne? Der ganze Underground ist Mainstream geworden. Ich bin Sprachrohr für meine Leute, deswegen mache ich den Scheiß noch. Früher gab es, ja. Wenn du so siehst, die Leute denken, irgendwas unterstellen und mir finanzielles Interesse. Ja. Machen sich nur so, der probiert immer auch damit Geld zu machen. Ich mach das nicht. Was ich erreicht habe, auf das bin ich stolz, soll sich auch nicht ändern. Natürlich, wenn ich wieder 10.000 verkaufe, freue ich mich mehr als bei 3.000. Ja. Aber ganz ehrlich, du kannst nicht mit der Musik, die ich mache, mit der Konkurrenz, wenn du es auf Verkaufszahlen beziehst, mithalten. Ja. Ja, ich hatte ein paar Leuten von der Industrie dieses Album gezeigt, BED, ja, Biografie des Dealers. Ja. Ja. Die Beats, haben sie gesagt, sind zu kommerziell und die Texte zu explizit. Das war genau, was ich machen wollte. Und ich nenne es nicht kommerziell, ich nenne es nur soft. Ja, und dieses Feedback, das ich bekomme, ich mache jeden Tag mein Geld, ich muss Geld machen. Ich habe einen Sohn, ich will Geld machen, ich will da raus, ja, wo ich bin. Aber guck mal, das ist so, ich kann nicht einfach was anderes präsentieren, als ich bin. Ja, und das ist auch so, wenn du meine Position hast, hast du auch Verantwortung. Ja, die Leute werden enttäuscht, wenn ich auf einmal... Aber was anderes machst. Genau, ja, was anderes machst nicht, aber du musst du hast ja Niveau gesagt, runter ja, machen, Bruce. Ja, ich verstehe. Schnappi hat gewonnen, ja. Und so, das ist doch, diese ganzen Lieder, das, ich habe null Chance damit, Gold zu gehen oder so. Deswegen lache ich über die ganzen, die sagen, guck mal, der ist broke oder so, ich bin nicht broke. Ja, das höchste Level haben wir. Ich und meine Crew, das ist die Musik, ja, die wir machen, die wollen wir genauso machen. Ja. Ja. Genauso wie ich mein Album mache, will ich die Musik machen. Ja. Und egal, Bro, ich will dich auch nicht zulabern. Manche, nee, das ist so, ich weiß, was du meinst. Guck mal, Digga, das siehst du auch bei Arzt. Er hat abgeräumt, ja, aber die krassen Produktionen von ihnen haben keine Credits, also keinen Respekt bekommen. Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Die Gold gegangen sind, die hat er wahrscheinlich mal so eben mal locker hingehauen, ja. Aber er hat jahrelang den Underground erst durch genau. So genau wie du. Ich weiß du genau, musst leichte Kost bringen, Bro, um weiß, das alle mitnicken. Du kannst nicht explizit in eine Richtung gehen oder was vertreten. Du musst irgendwas machen, wo sich jeder angesprochen fühlt. Ja, wird. Ich weiß, was du meinst. Ja, Mann, Bro. Und deswegen denke ich so, aber guck mal, diese Musik gibt mir so viel Kraft, ja, und ich gebe Leuten damit Kraft, wie mir die andere Leute Musik Kraft gegeben haben. Ja. Und keine Ahnung, Digga, ich bin durch, verstehst du, Bro? Und das ist noch so mein Leitweg, den ich habe. Diese Musik ist mein Kampfsport, den ich mache, ja? Ich gehe vielleicht zweimal die Woche zum Training, aber ich mache jeden Tag, was mit Musik zu tun hat. Ja? Ist auch ein guter Ausgleich. Ich denke, Musik macht einen auch immer, bringt einen einmal wieder... Roos, das ist Therapie für mich. Ja, ich schwör's dir, das ist Therapie. Genau. Und danach stolz auf sein Album reinzublicken, das macht einen so stolz. Und ich muss es selber feiern, Bro. Ja? Das ist so, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Hast du noch viel, machst du noch Mucke viel mit deinen alten Atzen alle? Eigentlich alle, mit schon. Denen halt alle auf der Liste waren früher. Halt, du hattest halt früher deine Standardleute, mit denen man immer dich gesehen hat. Dann hat irgendwann Agro zugemacht. Die Zeit, wo Agro Gold gegangen ist, wo du noch so mit Leib und Seele sozusagen. Janem, kannst du mir Wasser holen, Bro? Bitte? Nee, ich sag's so, Bruder, eigentlich will ich mit jedem immer gut sein. Nur da gab's so viele Differenzen, ja. Und so bei mir war, Bro, ich komme wirklich von dieser Straßenszene. Ich habe eine gute Familie, war mit 16 auf der Straße, ich kenne sie alle in Berlin. Jeder weiß, wo ich wohne. Ich bin selber an der Tür gewesen. Ja. Ich stehe immer mein Mann. Und bei manchen Sachen ist es ein No-Go. Wie, guck mal, wenn wir Reporter wären, wir sind auf dem gleichen Stand, ist vielleicht Konkurrenz, wir mögen uns aber trotzdem. Ja. Aber irgendwann machst du einfach Sachen, oder ich mache Sachen, die du überhaupt nicht irgendwie rechtfertigen kannst. Dann musst du dich distanzieren. Ja? Ja, klar. Und wie oft habe ich für Agro den Kopf hingehalten manchmal? Immer, weißt du, verstehst du, Bro? Da kam auch nichts. Am Schluss ist es egal, Bro. Guck mal, das sind alte Sachen. Ja, in der Szene gibt es keine Liebe, Bro, ja. Aber da, wo ich hier komme, da gibt es das noch ein bisschen, ja. Und das, was ich wieder bekomme, jetzt haben sie wieder zwei gepostet, ihre Tattoos, ja, Bro. Und die sagen mal, guck dir mal den an, der ist ein Kloppi, Bro. Ohne diese Musik. Ja, die sollen froh sein, dass wir rappen. Das ist für viele ein Sprachrohr. Ich kenne Leute, die sind sehr krank, ja, körperlich. Das ist so ihre Droge oder so, ja. Ja. Ja, ich quatsch dich ganz schön voll, Killer, wa? Nö. Ja, ich höre dir zu. Dafür bin ich hier, Dicker. Ich weiß aber ganz genau. Ich sehe das ja auch an den Fans. Die fragen mich, warum triffst du dich nicht mit, oder wann triffst du dich mit Boogie? Weil du bist schon seit Jahren für eine kleine Gruppe so. Genau. Die hören nur auf dich. Die das warten auf deinen Shit so. Ich weiß, Bro. Und das von daher, du kannst, es liegt halt an dir. Ja, ich weiß, also da, Respekt auch dafür. Aber du musst halt, es liegt halt an dir, ob du das Ding größer machst, halt das mit den Leuten wächst. Und dann verliert man immer ein paar Leute mit. Ist ja klar, wenn man einen Schritt in die Richtung macht, der Charts, der kommerziellen. Aber so. Ich kann das vielleicht auch gar nicht. Ja. Ich sag nicht. Ich sag nur, das wäre... Nee, weil du, guck mal, das Problem ist, Bro, wenn ich Musik mache, ich bin, glaube ich, nicht mal ein krasser Musiker. Was entsteht, ist gut, bin ich stolz drauf, aber meine größte Stärke ist einfach, Situationen zu beschreiben, ja, und Vergleiche zu stellen und sagen auch, B-Seiten aufzählen und so, ja. Und das ist das Problem, die ganze Scheiße ist, wenn ich das machen würde, ja, für den finanziellen Aspekt,
da würde ich ganz anders rangehen. Das geht ganz anders. Ja. Und diese Leute, die auf mich stolz sind, die, das ist so, das gibt so viel Liebe zurück. Ich will das nicht messen müssen mit irgendwas. Ja. Ja? Und dieses Geld, ja, die Leute verkaufen sich für 10.000 verkaufte CDs. Das sind Peanuts. Ja, 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 ja. Das sind man Peanuts. Denkt, ja. Die denken alle, wir ja. hängen voll, Bro. Ja. Bei mir denken sie schon, ich hänge voll. Bei manchen denken, sind Millionäre. Die strugglen alle. Ja? Und sich dann noch, bei mir ist so, Bro, ich war Hobbyboxer und ich bin Rapper aus Leidenschaft. Da bin ich auch Profi. Auf jeden Fall gewesen, immer noch. Von ja. der Kunst, nicht vielleicht finanziell. Ach, guck mal, Bro, ich würde auch mich nie umboxen lassen beim Boxen. Das ist der Boxer stolz. Jeder will seine Gage, auch die höchste will ja. er nehmen. Aber wenn er am Ring steht, will er auch für Blut und für seinen Stolz. Und dann gibt es diese Idioten, die sich umboxen lassen. Ja. Und ich habe das so das Herz und ich werde immer diese Mucke machen. Ja. Und mein Sohn will ich, dass er Mucke macht. Ich liebe diese Musik. Ja? Ich habe die von meinem Vater überliefert bekommen. Ja? Und ich habe das weitergegeben. Ja? Und das ist einfach was Tolles, diese Musik. Und ich verkaufe sie nicht. Niemals, Bro. Entschuldigung, ich habe zu viel gesoffen heute, glaube ich. Quatsch, alles gut. Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn wird 2. Ah gut, also noch zu jung, um jetzt vielleicht eine Mucke zu haben. Ja, aber er ist voll lustig, der Kleine dazu. Wenn ich da bin, er macht immer so, wenn Hip-Hop läuft. Und dann macht er so, klatscht er und so. Das ist einfach ja. Bombe, mein Sohn. Er macht mich sehr stolz. Krass, also erst 2 Jahre oder ja, locker. Dann hast du ja die ganze Zeit, warst du deswegen auch lange Zeit erstmal weg? Bro, bei mir ist man so, hat ja viel. Immer wenn es um mich gehen würde, würde ich darüber reden. Aber es geht um andere, dass ich weg war, ja. Und ich musste für Leute da sein. Ich war selber auch krank, ja. ja. Und es ist sehr viel passiert, ja. Und das Ding ist auch so, es ist sehr schwer, so wenn du so diesen Lebensstil hast wie ich, dann kommst du nicht mal davon weg. Das ist ja das mal, was wir auch sagen. Ja, deswegen wünsche ich mir, dass keiner in diese Schuhe reintritt. Du kommst ja. nicht mehr weg. Und dann war vor 3 Monaten Hausbesuchung. Ja. Die haben mich beschattet. Ja, die anderen müssen sich sowas erfinden. Ich hasse, dass ich sowas sage. Ich bin Vater. Ja. Die haben mich 3 Tage beschattet. Aber schon so, dass es nicht mal undercover ist, sodass man sieht. Psychotherapie und dann kamen meine Freunde, haben mich in die Klapse eingewiesen. Weil sie meinten, das kann eskalieren. Okay. Weil ich konnte mir nichts vorwerfen, Bro. Ja. Ja. Ich mache alles sauber, die hängen so an meinen Arsch und haben mich provoziert. Dann sind die bei mir reingestürmt. Ja. Ich dachte erst, es sind Rocker oder sowas. Die wollten 100%, dass es eskaliert. Okay. Ja? Und krass. Das war aber alles zu viel, Bro. Bei mir ist so, ich habe nicht Angst vor diesen Leuten, ich habe Angst, was ich tue. Ja, ja und dass es dann Konsequenzen hat. Du hast, na klar, ja, wie die auch sind, Digga. Ja? Für manche sagen diese Fuck the Police, weil es sich cool anhört. Ja? Ich sage es aufs Herz. Ja? Weil die waren bei meinen Elternhaus, ja? Bei der Babymama, ja. Wenn du so bei denen auf der schwarzen Liste bist, ist das kein Witz. Ja, das ist scheiße, dass wir diese Gangster-Rapper nicht mal davon diesen Kuchen essen, ja, weil auf mich wartet ein 1-Euro-Job, die Tür, Sozialamt, verstehst du? Diese ich verstehe Scheiße. Komplett, was du meinst. Du hältst oder Leute wie du halten den Kopf hin für dieses Genre. Genau, Bro. Andere sahen ab. Ja, Bro. Aber es liegt aber auch an dir. Aber du kannst Bro, ein Stück des Kuchens also, nehmen, aber dafür Bro. Müsstest du halt ein bisschen halt vielleicht umsatteln. Bruce, guck mal, für die anderen, dieser Daud war cool, ja, mit Oliver Marquardt komme ich cool klar, willst auch keinen vergessen. Das ist so, du machst auch den Eindruck, sehr positiven, die meisten schieben Film. Die würden mir auch gar nicht zuhören und sagen, ich verstehe, was du meinst, wir denken, der quatscht denn nur Scheiße, ja. Und bei mir ist auch noch so, diese Lobby, die ich ziehe, ist oft so Mischmasch, weil guck mal, so ein Haftbefehl hat die, ich glaube, ist Kurde, war Haftbefehl? Ja. Hat diese Kurden-Lobby. Die ich haben verstehe, alle Lobbys, was verstehst okay. du? Sowas wie mich gibt es nicht sehr oft, ja. Weißt aber, du, und ich muss mir anhören, ich bin recht, ich bin Kanacke im Herzen. Ich bin wie aber, Kanacke. Aber du hast doch deine Lobby. Diese ganze Arzenkeeper-Shit, die ihr über Jahre Straße gemacht aber, Bro. Das ist Straße. Straße, Gangster-Rap. Da verkaufst du nicht viel, Bro. Die kaufen nichts, Bro. Ich bin auf der Straße sehr respektiert. Und ich, gut, blöder. Mein Dschungel bin ich ein Silberrücken-Gorilla, ja? Ich halt mein Wort, ich mach, was ich will. Ja. Und keiner fickt mich dabei. Aber meine Musik, Digga, bin ich so mittlerweile unrelevant, dass selbst die Backspin mich nicht interviewen kommt, weil ich verstehe ja auch, die müssen ja Schlagzeilen verkaufen. Ja, ich bin da nicht relevant, weil diese Szene, wo ich herkomme, ja, das ist so, Bro, das ist wirklich so, die Ausgestoßenen. Ja, und das ist ein Major wieder zu viel. Das ist den zu viel im Boogie zu haben. Das haben die mir versteckt auch so gesagt. Ja? Verstehe, was Bewährungsauflagen zu, aber ich sage Gott verdammt, wenn die alle so wären, wie sie rappen, ja. wären die alle so durch wie wir. Ja, aber das ist halt 90% oder 80% Schauspielerei ja. oder Image. Ich verstehe das Game, aber findest du, wurde früher über dich mehr berichtet und ja, auch offener als jetzt? Das ist so, dass die Szene dich so ein bisschen abgehängt hat und gesagt hat, ja ey, alles muss... Ich glaube, ich hatte das Problem, dass mir Sachen passiert sind, ja, die andere immer so, die haben das so als Image sehr aufgenommen. Und ja. bei mir wird auch immer, ob es Lokalpresse ist,
ob es Hip-Hop-Zeitungen sind oder Portale, wird viel über so kriminell, dass das, die komische Figur, Boogie, das Urgestein oder sonst was. Eigentlich in meiner Welt bin ich ein ganz normaler. Ja, und wenn sie mal sagen, der blamiert sich bei Aktienkarte oder sonst was, Dicker, wir sind sorgt out. Ich hasse Ami-Wörter eigentlich, das benutzt, aber wir sind sorgt out alle, Dicker. Ja? Und das ist einfach so. Und das hast du, und das ist für uns selbstverständlich. Für uns ist das Alltag. Wenn wir trinken, trinken wir auch nur unter uns. Wir wissen, Öffentlichkeit eskaliert. Ne? Ja. Das ist so, Bro. Und das Ding ist aber, dass du so damit verkaufst, da musst du nur A sagen. Das sind die Leute, die es glorifizieren nur. Ja? Und diese ganze Scheiße, hör mal, wir haben letztens waren wir in der Bildzeitung und der Sache bei Giat. Ja? Ja. Das ist einfach Unsinn. Alles, was da steht, ist Unsinn. Ja? Ich habe den vor 2 Monaten davor getroffen. Ich habe ihn gewarnt. Ich hatte nichts damit zu tun. Aber ich werde mit sowas verbunden. Auch in der BZ stand so Strafanzeichen und so. Ach, guck mal, ich bin Gangster-Rapper. Eigentlich müsste man gar nicht davon reden. Und das Positive sehen, dass ich davon weggekommen bin. Ja, weg, verstehe. Also immer noch. Aber gut, aber Dicker, was BZ brauchst du nicht so auch reinziehen, was die schreiben? Ja, Bro, guck mal, ich habe eine Mom, die feiert, hat das gar nicht gefallen. Ja, ich weiß, liest das dann und die liest das dann. Ja, ich will davon weg, ja. Die zeigen nie das Positive. Ja. Ja? Das, die zeigen nie das Positive. Und wenn immer das Konflikte sind, ja, als hier Nate war und so. Diese von, wie hießen die, vis-à-vis 16 Bars, wa? 16 Bars. 16 Bars, die schneiden mich auf, weil so Jungs aus meinem Bezirk haben den Stand einmal gestürmt. Also ich bin nur mitgegangen, stimmt doch, Channel, weißt du noch mit Nate und so? Weil welchen Nate, Stand, wo denn? War 16 Bars Stand auf so einer Jam, ist nur eine kleine Geschichte. Okay, okay. Ich bin reingegangen, hab geschlichtet, dann fällt mein Name immer, ja? Ah, okay, dann haben die keinen Bock mehr gehabt. Und Digga, immer, Arzt, Digga, das ist immer so, bei Konzerten, wo du weißt. Ja. Digga, das ist immer so komisch auch. Ich war jetzt im Kreuzberg auftreten, ich wusste nicht, wie ich reagiere. Einer stört den Auftritt, ich kann dann nicht, das nicht zulassen, in dem Sinne, dass ich resigniere und sage, der soll stören. Ja. Dann kommen die immer wieder, muss ich rausschmeißen, du kannst doch nicht vor deiner Tür den gleich wegboxen. Ich weiß nicht. Das ist so bescheuert, ja, aber ich liebe die Musik größer. Ich mache mein Ding, Digga, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, ich lebe sehr gerne und ich will es auch nicht missen, Bro. Ja? Ja. Ich will es auch nicht missen. Ich könnte nicht so mit geducktem Kopf versteckt rumlaufen. Und aber musst du auch nicht. Also mach dich nicht selber so auch in eine Ecke, wo du vielleicht gar nicht bist. Aber weißt du kommst nicht davon weg. Das habe ich die letzten Monate gemerkt. Dass wieder mit aber du hast ein Album gemacht und es haben viele gehört. Dein Album ist gechartet, es ist gut gelaufen. Aber Killer. Und das kann jetzt machen, das nochmal. Aber mach Bro, nochmal. Du musst dranbleiben. Wenn du jetzt wieder 5 Jahre Pause machst, dann... Aber es ist die Leidenschaft, die mich hält. Ich gebe meinen Partnern, jeder ist gleich beteiligt. Ja. Ja? 33,3, Superfunk, Belasch und ich. Ja? Ja. Wir haben 5 Jahre gearbeitet an den Dingen, mit echten Instrumenten. Ja. Viel gemacht, wir hätten das Studio gar nicht mieten können. Du kannst nicht das, wenn du 2000 verkaufst. Ja, wenn du Kinder hast oder Rechnung bezahlen musst, wieder aber so viel Elan da reinbringen. Ja, aber gut, das verstehe ich total, aber dann musst du halt vielleicht gucken, keine Ahnung, wenn du 3 Jahre für ein Album brauchst, das lohnt sich dann wieder nicht. Dann musst du halt ein bisschen schneller machen. Du hast recht, ein bisschen mehr. Und das Ding in dieser Szene, das sehe ich immer wieder, nicht der beste Rapper kommt durch. Die besten Rapper haben es immer leicht, natürlich, weil die geil rappen können, aber darauf kommt es nicht an. Disziplin. Ja. A und B ist Kontinuität. Ja, Bro, dauernd releasen. In einem bestimmten Abstand releasen. Ja. Nicht jeden Monat, nicht, man muss sich wie Flair 2 Jahre im Jahr machen, aber wenn man einmal im Jahr pünktlich kommt, dann baut man was auf. Aber Bro, guck mal, wie ich das sehe, du hast vollkommen recht, ja. Aber mir ist so, ich habe auch nicht diese Lust oder diesen Elan, mich für das Finanzielle so rumzuschlagen. Gut, ich verstehe, man weißt du, ängstlich dann nicht dieses Finanzielle rumschlagen. Ja. Die Kunst werde ich immer machen, das ist mein Schwert. Ich werde das immer machen. Notfalls packe ich es frei ins Internet, ja? Oder presse 100 Stück. Aber dass du richtig jeden Tag dafür den Arsch aufreißt, ist schwer, Rus. Ja, ich weiß, weil du musst dann auch, dann musst du 100% machen und dann ist auch wenig Zeit für, sagen wir mal, Geld verdienen, arbeiten gehen, jobben gehen, dies, das. Ja, das meine ich, Bro. Und deswegen ist es immer so die Frage, ob du so das aus Leidenschaft machst, ob es dein Brot ist, ja. Und bei mir war es zu vermischt, deswegen habe ich auch überall angeeckt. Ich konnte mir mal nicht so, wenn die uns gedisst haben damals, als wurde ich einmal gedisst von den Schockleuten. Das wäre eskaliert, wenn nicht coole Leute dazwischen gekommen wären. Bei mir ist so, Digga, ich sage nicht mal, dass ich stolz drauf bin, das ist wahrscheinlich eine Behinderung. Dieser Rap ist wie eine Hure, aber die Hure liebe ich. Und ich kann da nicht so diesen ganzen Scheiß mitmachen. Ich hate auch keinen, jeder soll reich werden, ich kenne Leute, die stinkreich sind, ja. Ich hate keinen. Aber ich sag so, dass auch so dieses Ehrenkodex, den du als Gangsterrapper haben musst. Und wir bezeichnen die nicht als Gangsterrapper, die bezeichnen sich selber als Gangsterrapper. Nee, und die haben nicht den Code. Ja? Und die belächeln es immer, weil es hier Deutschland ist. Aber da, wo ich bin, ja,
zählt das wirklich? Und die sagen immer, der hasst die und die wegen Neid, das stimmt einfach nicht. Nur ich finde, da gibt es auch noch Stolz. Ja, es gibt bestimmte Tabus. Ja, keine Bullen, kein Rassismus. Ja. Ja, und die ganze Verantwortung auch. Und ich komme halt kaum mit vielen Kollegen nicht klar, aber das ist mittlerweile scheiße ich drauf. Groß. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich scheiß drauf, Digga. Und die sollen, also meine Leute sind alle stolz. Die wissen, ich habe mich immer noch gut im Griff. Die wissen, dass ich hart gearbeitet habe. Die wissen so, wie schlimm andere abgehen. Ja, ich hätte Sicherheitsverwahrung, wenn es nicht dieses Rappen geben würde. Ja, aber ich kenne das. Rap hat bei vielen Leuten so, sagen wir mal, geholfen, Gleichgewicht zu finden. Und ich finde, das hat schon, damit hast du schon viel erreicht. Man guckt immer auf verkaufte Alben, dies, das. Aber wenn man guckt, dass du viele Probleme gelöst hast für dich im Kopf mit Rap, dann hast du schon viel erreicht. Natürlich, Bro. Ich bin auch glücklich. Nur die, wenn man immer so von Verkaufszahlen redet oder so, ja. Ich kenne Leute in Amerika, die finde ich mit die Besten, ja? Ja. Die haben weniger Klicks als ich. Ich weiß, das ist keiner, das ist verrückt. Ja, ja. Das ist verrückt. Weiß genau, was du meinst. Naja. Hast du letztens mitbekommen, Bushido hat ein Bild gepostet vor 2-3 Wochen mit dir und noch jemand? Genau. Ich weiß gar nicht mehr. Marco war das. So, und der schrieb so, ey, alte Zeiten und so. Ja, bedeutet dir das was, wenn du das siehst? Ganz das ist ehrlich, gute ich und Bushido sind wieder auf einem sehr guten, wir sind, hängen nicht zusammen rum oder so, aber es ist wieder gut von beiden Seiten. Da war, sind auch ein paar Kindersachen passiert. Dann weiß ja, ihr seid auch erwachsen geworden, man, das ist auch schon lange her alles. Sehr normal und ich sage so, ich sag immer, wenn einer über mich urteilen müsste, habe ich lieber Bushido als Richter als irgendjemand aus der Gesellschaft. Und spätestens als es mit K1 war, habe ich auch manchmal Seite bezogen. Ja. Weil die K1, ich habe letztens das Interview gesehen. Er sagt, komm nach Berlin hier. Er dachte, das ist heile Welt, die schießen und so, bla bla bla. Das denken, guck mal, die denken immer, wir haben Videos gesehen. Ja, so, ich sag's immer, ja. Also die erste Schießerei mit 5 gesehen, die erste Stecherei mit Todesfolge mit 6. Wir haben nicht Filme geguckt oder irgendwelche Superhelden nachmachen wollen. Bei uns hat es existiert, deswegen ist unser Rap so. Ja, und die kam hier hoch. Und ich frag, der macht immer noch diese Musik. Der arme DMX, ja. DMX war mit unseren Leuten hier, ja. Das sind Ehrenmann, sagen alle. Ich glaube, der wusste nicht, dass dieser Typ in dieser Talkshow war. Der distanziert doch, ich weiß das Fachwort nicht, der verpetzt doch diesen Wesel. Hast du es nicht gesehen bei Stern TV oder Spiegel TV? K1 meinst du? Ja. Dass der Kronzeuge, ist doch alles cool, aber man kann doch nicht Gangster-Rap machen oder irgend sowas und dann Leute verraten. Ja. Ja? Das verstehe ich einfach nicht. Und dann, Digga, guck mal, wie soll ich sagen, Großer? Das ist alles so, du musst immer den Dschungel so respektieren, ja? Und für mich sind die mehr Männer als der K, ja? Weil guck mal, der kommt hier in die Stadt, ja? Und dann noch snitchen, Digga, das geht einfach nicht, Bro. Hm. Ich kann nicht viel mitreden, Digga, ich bin kein Knacki. Wir waren es knapp 1,5 Jahre. Aber Digga, ein Ehemann verpetzt mich oder sagt mich. Dann soll ein Mann sein, da hingehen, Ansagen machen oder sonst was. Aber immer mit denen, immer diese Schiene fahren, dann klappt die nicht mal, dann ganz schnell zur anderen Seite übergreifen. Ja, ich verstehe. Aber jeder ist so, wie er ist, jeder kriegt doch das, was er verdient. Aber das ist keine Ahnung, das kannst du gar nicht ernst nehmen. Ich denk mal, die nehmen einen Rapper wie mich nicht ernst, wegen Verkaufszahlen, ich nehme die nicht ernst. Das hast du gut gesagt. Ja, das ist einfach so. Das hast du gut gesagt. Die, stimmt, die gucken auf dich, die sagen, der verkauft nichts, du guckst auf die und sagst, ihr schauspielert nur. Ihr wisst nicht, wie es geht. Das ist voll, nee, lustig, guck mal, selbst Schauspielern würde ich noch sagen, so, lass es ihr Ding machen. Ja, Bro? Ja. Aber das Ding ist, Killer, wenn die noch gegen die Regeln, für die, was sie vertreten, die Regeln noch mit Füßen treten. Ja. Oder die Regeln jede Woche switchen. Einmal machen ja, diese so. Regeln. Und das war doch kein Hass oder so bei mir und Flair und Giert, ja. Das ist kein Hass, Bro. Das war einfach, dass ich mich von distanziere. Ja? Das ging schon viel länger. Ja. Das haben gemeinsame Freunde immer unterbunden. Aber dann war da noch eine Konfrontation. Und irgendwann distanzierst du dich auch. Weißt du, wie oft? 2-3 Mal war ich in Schöneberg. Die Kleinen waren sauer, dass ich mit Flair rappe. Ja. Weil er damals Schöneberger war. Jetzt haben sie ihn da weggeschickt. Jetzt ist er Südberlin maskulin. Das finde ich alles nicht schlimm. Ja? Aber dann noch, dieser Giert, ich sag's immer wieder, er hat 1:1 31er gemacht. Das weiß ich. Ich habe ihn auch getroffen, bevor er abgestochen wurde. Ich habe nur gesagt, lass dich hier nicht blicken. Ja? Und okay, vorhin auch Silla dich gefahren, gegen den haben wir alle nichts. Ja? Nur trotzdem, wir sind Südberlin maskulin. Ja? Verstehst du, Bro? Ja. Wie Bushido erst guter Junge ist. Wir sind hier im Süden und diesen ganzen Scheiß machen wir. Der rappt über uns. Und dann noch diese Leute ans Bein pissen, die ihn gut gemacht haben mit uns. Und es war eine Kindergeschichte, die Karus. Und der Giert sagt aus. Ja. Und dann soll er einfach schweigen, wie ein pädophiler Priester. Oder ein Boxtrainer, der sich vergeht. Das ist einfach ein No-Go. Aber immer noch Welle machen auf die Gangster-Scheiße, nehmen die mein Brot nicht mehr an, weil sie sterben auch alle über einen Kamm. Ja. Und du wärst als Reporter auch sauer, wenn es welche gibt, die Leuten Sachen ins Glas machen und Scheiße machen. Und dann du wirst da auch pauschalisiert dafür. Dann distanzierst du dich. Mehr gab's nicht. Ich distanziere mich von denen. Ich will noch, dass ich mit 50 anerkannt werde,
da wo ich bin, ja. Als jemand, der was geleistet hat, meinst du, nicht einfach nur Fame sein. Ja, aber auch einen sauren Apfel beißen muss. Ja. Guck mal, du interviewst kontroverse Leute. Oder auch, das ist aber nicht gefährlich, aber Leute auch, egal, du weißt, was ich meine. Aber du musst alles in Kauf nehmen, aber wenn du es machst, machst du es richtig. Und du musst als Gangster-Rapper in Kauf nehmen, dass du die Eier wie ein Gangster haben musst. Du bist in dem Moment kein Gangster. Ich war, glaube ich, mehr in meinem Leben Rapper oder 50-50 als Gangster. Ich war ja davor Gangster, das war ja der große Unterschied zwischen mir und den ganzen Älteren. Ja. Wir haben, 80er war ich ein Kind, hab von Papas Hand gegessen, 90er schon die ersten Aktionen, 2000 waren wir zu wild. Ja, das war gar nicht gut, da hat Leute gestorben. Aber dann, wir hatten auch Masken in den 90er auf, bei Sprühen und bei Überfällen. Und bei uns war alles so, Bro, dass wir darüber gerappt haben. Das hat Bassbox auch kontrovers gemacht. Und da haben viele uns gefolgt. Aber die Scheiße ist, um es jetzt auch noch zu beenden, Bro, guck mal, du musst diese Codes beachten. Und manche Sachen sind No-Gos. Wenn du wie ich auf Konzerten manchmal Hallo Frankfurt sagst, bist in Hamburg, das sind alles Sachen, die man dir verzeiht. Ja, aber ab dem Moment, wo Gewalt ins Spiel kommt, verstehe, oder Anscheißen. Ja, ernste Anscheißerei. Ja, und ja, das ist unfassbar. Ich reg mich darüber auch ein bisschen auf, weil den Leuten ist das so egal. Ja, was, das ist... Aber diese Codes nicht mehr zählen wie früher. Ja, Bro, aber bei den Alten gelten doch die Codes. Guck mal, so zum Beispiel ein Rick Ross, verfolgst du das? Dass er Schließer war? Ja, das kommt später raus. Erst macht er auf den Härtesten so. Dann kommt das raus, dann kommt noch dies raus, das raus. Oder bei Aiken, der schreibt eine Biografie, volle harte Autoschieber, dies, das, alle kaufen seine Platte, alle feiern. Dann kommt raus, komplett gelogen, er hat Goldmine in Afrika mit seinem Bruder zusammen, bla bla bla. Aber das sind doch alle unten durch, doch, nicht. Doch. Bei den Rough Raider Arzt und so zum Beispiel, hat jetzt ganz krass Rick Ross und so gedisst. Ja, ganz krass. Cuba Link zum Beispiel, den ich vorhin als Beispiel nannte, an uns seinen Namen gesagt hat. Cuba Link ist so einer von den Big Pun-Leuten noch. Ja. Er rappt perfekt, er ist richtig authentisch. Ihn sponsern immer die Leute die Videos, aber der disst die ganze Zeit. Ich glaube, in Amerika ist es auch so, warte, Bro. Ja, so ein Scheiß, wie ich gerade schon. Digga, da hast du so, Bro, die sind so, ich glaube, ab dem Moment, wo in diese Industrie steigst, kannst du dich draußen nicht mehr blicken lassen. Das, der einzige, wo ich gehört habe, den wir so gibt es bestimmt viele, die kennen wir nicht. Ja. Das lieben alle am DMX. DMX war sehr beliebt in Amerika. Ja, obwohl er diesen Erfolg hatte. Weil als er auch bei uns hier war, ja, der hat gesagt, er will immer den kaputtesten Ort sehen. Der war alleine, ist alleine rumgelaufen. Ja. Das war verrückt. Ja. Der hat sich den Hubschrauber gekauft. Ja. Ja, den konnte er nicht steuern, hat den kaputt getreten. Das sind so Atzen, die ecken auch immer in der Industrie an, die kommen da kurz rein, dann sind sie gefickt. Ja. Das sind so Sachen. Und bei mir, Bro, jetzt sind die in Berlin, diese D-Block-Atzen, die haben weniger Klicks als ich. Die verkaufen Mixtapes auch für free ins Internet, ja. Die rappen perfekt. Ja, diese Loks kennt noch jeder von früher. LOX, ja. Genau, ja. Die ganzen Atzen, die haben 20 Jahre... Die kommen übrigens jetzt nach Berlin. Ich sag grad, ja, wo ist die Huxley World, oder wie? Ich kenne mich in Berlin nicht aus. Wie heißt das? Ich glaube Arena, glaube ich. Was, Auto? Huxley's World? Huxley irgendwas? Ja, da kommt der LOX. Ja. Aber nicht, dass uns verarschen wie bei Wu-Tang. Hast du das mitbekommen? Boah, hör auf, Digga. Karten geschenkt, Digga. Aber ich kannte, glaube ich, keinen. Ich war auf Liste. Ich habe noch so Kollegen gefragt, ey, bitte schreib mich auf Liste. Also, ja, alles klar. Und an dem Abend hatte ich irgendwie was anderes. Da bin ich gegangen und habe nächsten Tag noch so gedacht, was, Wu-Tang, was, scheiße. Dann sehe ich Internet, Freunde sagen mir, Absturz. Es war nicht Absturz, nur die Geste war frech. Warst du da? Ja, ich war erzähl da. Mal, erzähl mal. Ja. Also erstmal, diese 187-Arzen haben gut gerockt. Ja. Und der die waren vorprogrammiert. Wir haben eine gute Show gemacht. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann aber haben die schon aus Spaß gesagt, das dachte ich, das stimmt auch, ja. Da haben gesagt, jetzt wartet ihr auf Raekwon, Method Man und Inspector Deck. Also ja, die kommen nicht. Und dann, als sie auf die Bühne kamen, dann kam ein Hoster, ja. Kein Disrespekt, das war kein Profi. Da hätte ich mich auf einer Flasche Wodka auch hinsetzen können oder hätte es dann noch besser. Er hat einfach alles mitgerappt, das war so wie wir Playboy immer das macht, ja. Schon vom Niveau. Dann kamen die Wu-Tang-Atzen, die haben auch gut gerockt. Das kannst du nicht bringen, Bro. Ich habe nur gehört, hätte ich gewusst, dass 187 noch Vorprogramm war, wäre ich vielleicht nur gekommen, weil die habe ich noch nicht live gesehen. Aber weißt du was? Ich habe einfach nur gehört, Method Man, dies, das waren gar nicht da. Dann habe ich mir gesagt, ja gut, trotzdem ziehe ich mir rein. Aber ich habe gehört, die haben einfach keine Lust gehabt. So, das war so dieser amerikanische Style, dieser, ach, so, was wollt ihr nicht? Da gebe ich ab. Ich weiß, was du meinst, Bro. Ja. Da sind sie oft angeeckt. Hier in Berlin waren oft Aneckungen durch diese Arroganz, aber auch viele positive Sachen. Ja. Ja, als jetzt vor Onyx haben sie mich da reingelassen, die hätten kein Weed, da hätte ich den Weed im Backstage gebracht, ein Joint für die geraucht, mit denen geraucht und einen für die Show gebaut. Die haben so krass gerockt, Bruce, ich habe sowas noch nie gesehen. Onyx. Mit einarmigen Klimmzügen und dabei rappen. Das ist unfassbar.
Die waren geil. So richtig, ja. Ja, aber dann meinte ich so, den Sticky Fingers, meinst du, da draußen aufpassen, die klauen ziehen ab. Also, weißt du, ich meine, ja. Da weißt du, wie da rumhängen. Dann hat er echt gesagt, ich war auch, pass auf, mein Klopf war so. Ich sag so, you ain't packed, sag ich so, du hast doch keine Waffe, weil Flugzeug, da ja ohne Waffe mal. Hat er hochgesehen, ich weiß nicht, ob es ein Tele war oder sonst was, der ist durch. Das feier ich, den feiere ich so extrem, ja. Geil. Die machen auch noch Musik, so. Snowgoon, ja. So bekannt, wo wir haben die produziert. Die machen tolle Musik, sind auch alt, weißt du? Ja. Und die machen auch genau die Schiene groß und haben eine feste Fanbase. Ja, Nigger sagen die immer. In Amerika ist es auch so ein bisschen anders. Da werden, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rapper, die schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel haben, werden auch ganz anders noch respektiert, weil die Szene, die gibt es einfach schon länger. Mhm. Bei uns, du es gehörst ist nicht schon, so kurzlebig ja, und das ist alles eine so, Einheit. Ja, Bro, ja. Weißt du, wer das liegt? Das haben mir viele erklärt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte ein Grund sein. Dass da es auch ganz wichtig ist, wie es eine Iraner-Lobby gibt oder eine Schwulen-Lobby, da ist eine Schwarzen-Lobby. Ja, ja, und die halten mehr zusammen, auch wenn einer Conscious macht, der andere Gangster. Ja, ich weiß. Das ist so. Es gibt ja auch BET Awards, genau, Black Entertainment, nur unter Schwarzen gibt es ja. Awards. So. Und das ist, wenn es so einen Kanackensender gäbe, ja. So, weißt du? Und dieses Straßending ist härter zum Teil, ja. Als Def Jam's House kam, ja. Glaube ich, mussten die auch Scarface sein. Ja. Und die machen das so auch aus Prestige. Ich hatte von diesem Eminem-DJ, DJ Shady, glaube ich, oder so. Weiß da war ein Coogee ja. Rap-Album ja. drauf. Okay. Aus Prestige gemacht. Ja. Ah, okay. Und ich denke mir eigentlich, ich denke aber auch, das hast du in Deutschland auch so, nur das, was wir machen, diesen Gangster-Rap, ist sehr frisch noch. Ja, ja. Ich weiß, da brauchst du noch ein bisschen. Zwei Generationen, das dauert noch ein bisschen. Das braucht länger, Alter. Ja. Sollen wir nochmal, soll ich dir nochmal ein paar Fanfragen stellen? Ja, was die Leute, also... Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein bisschen hier ein Plauderstündchen mit Boogie. Und was sagt ihr zu seinen Ansichten, ja? Was sagt ihr zu einem Typen, der so wirklich noch den Underground so hochhält, ja? Biografie eines Dealers, checkt das aus. Unten in der Beschreibung der Amazon-Link. Supportet diesen Typen, Mann. Ja, erzählt mir nicht immer was von Underground und Rap ist so Mainstream geworden. Und dann, ja, supportet doch mal einen so einen Typen, der einfach Ewigkeiten dabei ist, ja? Schöne Grüße an Boogie. Wenn ich wieder in Berlin bin, gehe mal ein Käffchen trinken, ein Dickerchen. Auch schöne Grüße an Frauenarzt, ja, der das auch so ein bisschen supportet hat, der uns auch kontaktiert hat und so, weißt du, das ist halt auch dann die Freundschaft, die zusammenhält, das finde ich echt korrekt. Freunde, danke fürs Zuschauen, abonniert unseren Channel hier bei hiphop.de, ja. Ich sag mal so, Freunde, schreibt mir doch mal gerne auch in die Kommentare, kennt ihr Boogie? Wie lange feiert ihr ihn? Kennt ihr ihn länger? Ja, ich habe Kaiser gemacht, Boogie, demnächst will ich auch Blockmonster machen. Schreibt mir in die Kommentare, wo ist noch ein bisschen Underground? Wo kann man noch den Underground abrippen? Ja? Wo soll ich noch hingehen? Was sind die Sachen? Ja? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin in Berlin und ich bin auf Tour, Dickerchen. Ich will alles machen, klar? Ich suche mit der Lupe. Okay, Freunde, für alle Medien, die nicht wissen, Gangzeichen. Das hier ist eine gottverdammte Hip-Hop-Sendung.